Sudele, und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu unserem kurzweiligen Webinar zum Thema Anwendung der Multi-Moment-Analyse. Und dabei habe ich den Paul Plantjen, wird sich selbst, glaube ich, am besten gleich vorstellen als CEO der Mitomeni AG aus der Schweiz, wie wir gerade gehört haben. Ja, lieber Paul, vielleicht einfach mal so ein kleines, würde ich sagen, kleine Einstiegsfrage hier für unsere Teilnehmer. Die würde ich einfach mal starten. Eine Sekunde und dann schauen wir mal, ob Sie bereits Erfahrungen mit der Prozessmessung gesammelt haben. Ich würde jetzt mal sagen, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Aber, und das wirst du uns gleich verraten, Paul, was euer Tool anders macht oder besser macht als die typische Prozessmessung. Ich lasse mal die Umfrage einen Augenblick laufen. Einige müssen noch überlegen. Einige wissen es auch nicht. Können gerne im Chat reinschreiben, übrigens, aus welcher Funktion Sie sich heute eingeschaltet haben, welche Erwartungshaltung, welche Fragen. Ich ziehe mich jetzt hier gleich zurück, und werde schauen, was da im Chat passiert und überlasse dann gleich die Bühne dem Plante. So, ich schließe mal die Umfrage und präsentiere die Ergebnisse. Ja, 64% haben Prozessmessungen oder Erfahrung gesammelt, 21% nein und 14% wissen es nicht. Also, lieber Paul, da würde ich mal sagen, deine Bühne und Steilvorlage mit diesen Ergebnissen und dann schlau uns mal auf, was euer Tool anders bzw. besser macht. Ja, guten Tag. Ich melde mich mal hier mit der Webcam, dass man sieht, wie ich aussehe und wo ich sitze. Ich sitze hier in meinem Büro in unserer Niederlassung hier in der Schweiz. Wie gesagt, mein Name ist Paul Plein. Ich bin nicht Schweizer ursprünglich, ich bin Holländer. Also ein Holländer, der in den Bergen wohnt, ist schon mal ein interessantes Thema. Und ja, wie sind wir eigentlich auf die MMA gekommen? In meiner vorherigen Tätigkeit war ich bei einer Consulting-Firma tätig im Bereich Laborautomatisierung. Und dort hatten wir natürlich die normalen Umfragen, Techniken, Excel-Listen und so weiter. Und irgendwann sind wir mal auf die Multi-Moment-Aufnahme gestoßen und haben dort eigentlich die Prozesse analysiert und waren eigentlich sehr erfolgreich, nachher die Laborprozesse zu automatisieren. Ich habe dann vor 2 Jahren, 3 Jahren meinen Partner, haben wir zusammen eine Firma gegründet und die MMA eigentlich weiterentwickelt zu einem Tool, wo Firmen selber einsetzen können, auch Consultants einsetzen können, weil das doch immer sehr spezifisch ist anhand von Firmen, also Consultant-Firmen, wo solche Tools machen, aber die Firmen selber eigentlich selber nicht analysieren können. Und wir haben dort einen Approach gewählt, dass jeder das eigentlich selber machen kann und auch erfolgreich sein kann. Okay, dann legen wir mal los mit der Präsentation und ich zeige dann auch nachher noch eine kleine Einführung, wie das Tool ausschaut, damit man dann einen Überblick gewinnt. Okay. Okay. Sie haben jetzt, ja, wir hatten hier 64% Ja-Stimmen mit irgendwelchen Messtools von Prozessen schon Erfahrung gesammelt zu haben. Es gibt natürlich dort verschiedene Tools auf dem Markt, wo verschiedene Prozessarten messen können. Fangen wir mal etwas einfacher an. Die typische Dokumentanalyse wird viel eingesetzt, wenn man natürlich Dokumente, Prozesse optimieren will, Dokumentmanagementsysteme, wo man also wirklich der Dokumentefluss misst und dann schaut, was da für Aufwände sind, um die zu messen. Da gibt es die weitere Prozessarten, zum Beispiel Fragenbogen oder Interviews. Die werden sehr viel von Consultants eingesetzt, wo Interviews betreiben. McKinsey ist also ein gutes Beispiel, wo er gerne über Interviews und Fragenbogen arbeitet und dann anhand von denen Erhebungen eine Auswertung machen. Eine andere Möglichkeit ist Fremdbeobachtung, also dass jemand einen Prozess beobachtet und notiert, was dort vor sich geht. Oder natürlich die ganz klassische Messmethode ist sogenannte Zeitstudien, dort wo man also wirklich die Dauer eines Arbeitsschrittes oder einen Ablauf misst. Auch die REFA in Deutschland zum Beispiel ist dort, wo sehr viel mit Zeitstudien arbeitet. Dann gibt es die sogenannte Multi-Moment-Aufnahme, die ist etwas anders als eine Multi-Moment-Analyse. Die Multi-Moment-Aufnahme ist ein vordefinierter Durchgang, wo jemand macht und dann aufnotiert,
was die Mitarbeiter gerade in dem Moment machen, wenn sie durchlaufen. Und es ist ein Stichprobenverfahren, statistisch natürlich abgesichert und absolut flexibel. Das ist aber auch natürlich mit sehr viel Aufwand bezogen, weil man muss ja die Rundgänge machen. Und die Multimomentanalyse ist ein nächster Schritt, ist dann eigentlich die Automatisierung dieser Multimomentaufnahme, wo natürlich durch die moderne Technik alles ermöglicht wird. Es ist auch eine statistische Aufwandaufnahme. Sie ist selbstaufschreibend, also der Teilnehmer einer solchen Studie führt die Beantwortung selber durch. Es ist nach einem Zufallsprinzip, damit auch statistisch abgesichert. Es ist egal, was für eine Prozess und Strukturen man dort messen will. Es ist eine Methode, wo man sehr viele Punkte, also Zeitpunkte messen kann und dadurch auch einen sehr großen Datensatz kriegt und statistisch natürlich dort eine sehr gute Basis hat. Wenn man das mal ganz kurz vergleicht, weil das geht immer wieder ein Punkt, wo ich erlebe, wenn ich das Produkt vorstelle oder die Technik vorstelle, ist, dass man das verwechselt immer mit der Zeitaufnahme. Also eine Aufgabendauer ist eigentlich die klassische KPIs, wo man misst, also wirklich, ich starte, jetzt fängt die Aufgabe an, jetzt ist sie fertig, aber der Aufwand dahinter wird eigentlich nicht genau gemessen. Die Multimomentaufnahme und Analyse misst ja eigentlich die Aufwände, also welche Aufwände stehen zum Beispiel hinter einem Projekt, E-Mails, Dokumentation, was auch immer, Meetings. Und die Dauer der Aufwand hat nichts mit der Dauer eigentlich zu tun. Das ist eigentlich der klassisch große Unterschied. Zeitdauer macht man auch sehr viel in Produktionsabläufe, wo man sie dort einsetzen tut. Wenn man jetzt die zwei Methoden, also eine Multimomentanalyse mit klassischen Erfassungsmethoden vergleicht, sieht man schon ganz klar, die Zeit ist eine wichtige Rolle, die fällt eigentlich weg bei der Multimomentanalyse, weil es durch Stichproben ist, durch Zufallsprinzip. Es ist eine Selbstbeobachtung, damit hat mich natürlich keine externe Einflüsse, sie ist absolut anonym. Da werde ich später nochmal darauf eingehen, was wir in unserem System dort eingebaut haben. Es wird von Geräten unterstützt, also sprich iPhone, ein Android-Phone, ein iPad, ein Computer mit Browser. Sie können eine ho hohe Anzahl von Teilnehmern analysieren und messen. Sie können über längere Perioden messen und mit einer sehr hohen Frequenz. Das ergibt natürlich eine sehr hohe Sicherheit und nicht nur durch einen Zufall, dass man nur gerade einen Tag erwischt, wo gerade gewisse Aufgaben nicht anfallen. Also kann man wirklich ganz sicher sein bei so einer Messung, dass man repräsentative Daten kriegt. Die Methode ist eigentlich schon sehr alt. Das ist eigentlich interessant. Ein Herr Tippett, ein Engländer, ein Statistiker, hat in seine Weberei festgestellt, wenn er durch seine Weberei zufällig im Tag mal durchläuft und sich aufschreibt, was die Leute machen, dass er nach ein, zwei Wochen eigentlich ein sehr genaues Bild bekommen hat, was seine Mitarbeiter da treiben und was für Aufgaben die dort in seiner Firma machen. Und anhand von dem hat er seine Prozesse auch optimieren können. Erst später Ende 50er Jahren, ein Landsmann von mir, Gerhard de Jong, hat dann den Begriff Multimoment mit eingeführt und erst heute eigentlich durch die moderne Technik hat man dort weiter automatisieren können. Die Erfolgsfaktoren der Multimomentanalyse sind ganz klar, sie ist kostengünstig im Vergleich zur teuren Vollerhebung und durch die ganze Computerunterstützung, der Cloud-Service und so weiter, ist natürlich dort die Bedeutung enorm gestiegen in den letzten Jahren. Wenn man jetzt so eine Analyse durchführen will, fragt man ja, macht das eigentlich Sinn? Und das sind so ein paar Kernfragen, wo dort eigentlich ganz gut zu einem Punkt kommen, wo Ihnen sagt, ja, es würde Sinn machen, eine Analyse durchzuführen. Dann wissen Sie nämlich, wie die Arbeitszeit in Ihrem Unternehmen genutzt wird. Ich spreche jetzt nicht, dass irgendjemand da seine Ferien bucht, sondern wirklich die Aufgaben, wo zu der Kernkompetenz von den Mitarbeitern führen, sind das diese Aufgaben wirklich sinnvoll, oder? Sind sie nützlich, effektiv, tragen sie bei zum Unternehmenserfolg? Das sind auch immer Fragen, wo man stellen. Wissen Sie auch, wo die Engpässe, die Arbeitsprozesse liegen und wo man diese finden kann, oder? Wo liegen die Chancen für Optimierung für die Zukunft? Oder welches Projekt hat hohe Priorität? Ich habe das immer wieder in meiner Berufskarriere erlebt,
dass der Mann mit der richtigen Argumentation sein Projekt durchgekriegt hat, obwohl es vielleicht nicht die richtige Priorität war. Und dann, wie effizient sind natürlich diese Prozesse? Das sind so Fragen, wenn Sie da gewisse Fragen sind, ja, das wissen wir nicht, oder das ist schwer zu evaluieren, oder das können wir nur schätzen, dann macht eine MMA sicher einen Sinn, dort diese Fragen beantworten zu können. Ich habe hier einen interessanten Artikel gefunden, ich glaube, das war sogar in Xing, über den Workforce Institute at Kronos, und zwar Milliarden-Dollar-Frage. Und da ging es eigentlich darum, dass dort in der Studie festgestellt wurde, dass jeder Mitarbeiter circa 1 bis 3 Stunden pro Woche sich mit nicht wertschöpfender Tätigkeit sich beschäftigt. Und wenn man dann jetzt nur mal die Zahlen in Deutschland anschaut, da sind wir bei ein bisschen über 100 Milliarden Dollar. Das ist natürlich eine Zahl, wo nicht wertschöpfende Tätigkeiten betrifft. Da muss man sich schon fragen, ob sich da mal lohnt, mal näher drauf hinzuschauen. Und dort hilft genau die MMA, hilft Ihnen mit so einer Analyse rauszufinden, sind meine Tätigkeiten wertschöpfend oder nicht wertschöpfend, zielführend, nicht zielführend, sind sie endjahresgesprächsrelevant oder nicht relevant. Solche Fragestellungen kann man sehr schön mit einer MMA beantworten. Also zusammenfassend, das Ziel einer MMA ist wirklich, die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten rauszufinden und dadurch im Prinzip die Produktivität zu erhöhen, also die produktiven Abläufe zu verbessern. Und das ist auch eigentlich das, was wir in Europa am meisten Kosten verursacht, sind ja die Personalkosten. Also müssen wir mit diesen Ressourcen eigentlich so umgehen, dass wir dort die größte Wertschöpfung erreichen und uns nicht, wie man so schön sagt, zumüllen mit irgendwelche nicht wertschöpfende Tätigkeit, wo der Firma und die Ziele und nichts bringen. Wenn man das jetzt auf die HR-Prozesse transferiert, ich habe hier mal einfach mal so eine Sammlung von HR-Prozesse gemacht, die kann man grundsätzlich so mal in 3 Gruppen einteilen. Also das sind so die typische Dienstleistungen, wo eine HR-Abteilung bringt, zum Beispiel wie das Erstellen von Zeugnissen. Das sind ja ganz feste Abläufe, das sind strukturierte Prozesse. Man hat individuelle Abläufe, wie zum Beispiel für den Vorstand einen Firmenwagen zu organisieren oder so etwas. Oder man hat natürlich die typische HR-Projekte, zum Beispiel ein Ausbildungsprogramm in der Firma, wo abgrenzbar sind, zeitlich abgrenzbar sind, wo man durchlaufen muss. Ne? Und man sieht schon auch durch die Einteilung, dass die Komplexität der HR-Prozess zwar einfacher darstellen kann, aber es immer noch sehr schwierig zu messen sind, da die einen komplett durchorganisiert sind und die anderen eigentlich komplett frei gestaltet sind, oder? Aber nur eine Prozessoptimierung kann man ja nur machen, wenn man weiß, wo man ansetzen muss oder kann. Welche Ansätze gibt es oder welche Ansätze kann man wählen, oder? Vor allem, wenn man die Verbesserung der fachlichen Anforderungen sowie der Kundenbedürfnisse berücksichtigen muss, ist es natürlich ganz schwierig. Erschwerend kommt noch dazu, dass speziell im HR-Bereich natürlich starke Schwankungen der Prozesse und man stellt ja nicht jeden Tag neue Leute ein und man muss schon den richtigen Zeitpunkt oder die richtige Zeitperiode oder eine repräsentative Zeitperiode finden, um dort repräsentative Daten zu kriegen, oder? Und was interessant fand, das habe ich auch irgendwo mal in einer Studie gelesen, dass im HR-Bereich circa 10 bis 40% Effizienzpotenzial im HR-Bereich da sind. Das ist natürlich schon eine enorme Zahl. Also 40% zum Optimieren ist natürlich, ja, das nennt sich mal eine Ziffer. Wenn man jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Schnittstellenreduktion anschaut, ob das die richtige oder die falsche ist, ist natürlich auch schwierig zu sagen, aber wenn man überlegt, dass natürlich die Datenübertragung von einem System, einer Software, in eine andere Software, ja nicht gerade eine wertschöpfende Tätigkeit ist, kann man natürlich auch eine Automatisierung durch Schnittstellen erreichen. Man kann eine Software implementieren, wo Prozesse unterstützt oder begleitet. Aber egal, was für einen Ansatz man eigentlich wählt, es bleibt ja immer die Unsicherheit, ob die gewählte Lösung oder Ansatz auch wirklich die gewünschte Verbesserung oder Kostenreduktion nachher erbringt. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Outsourcing. Stellt man sich natürlich immer wieder die Frage, ob, wenn man zum Beispiel den HR-Aufwand auslagert, ob das nicht intern mehr Arbeit, also mehr nicht, sagen wir, Arbeiten produziert, wo nicht zum eigentlichen Job gehört und somit eigentlich ja nicht produktiv oder nicht zielgerichtete Aufgaben sind. Und genau hier
kann die Emma Ihnen helfen, dort den richtigen Ansatz zu finden und die richtige Lösung zu finden. Wenn man jetzt hier mal von Unterstützung angeht, also was kann die Emma mal liefern? Das ist also sicher mal Optimierung werden sichtbar. Das zeigt auf, nachher durch die Messung, wo Lücken sind, wo die Low-Hanging Fruits sind, wo man mal ansetzen kann. Was ist der richtige Optimierungsansatz, wo ich wählen muss? Ist es eine Softwarelösung? Ist es eine Umstrukturierung? Ist es eine Prozessverbesserung? Es kann Ihnen helfen, für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess die jährlichen Ziele, wo definiert sind, zu messen und zu überprüfen. Sie können Maßnahmen treffen, wo natürlich interessanterweise auch dann akzeptiert werden von allerlei verschiedene Typen Mitarbeiter. Das ist ja, da wir über Zahlen, Daten, Fakten reden, das sind ja gemessene Sachen. Das ist nicht, man hat das Gefühl, man könnte hier etwas optimieren, sondern man basiert ja alles auf Zahlen, Daten und Fakten, oder? Und somit natürlich auch im HR-Bereich und die effiziente HR-Prozesse zu gestalten, schnelle Erfolge zu erzielen, wenn man natürlich die richtige Optimierung gefunden hat. Und die Handlungsfähigkeit auszubauen, da man ja über Zahlen, Daten und Fakten reden tut. Wenn man jetzt vom System, unser System anschaut, es ist eine Cloud-basierende Software, kann auch on-premise installiert werden, wenn das gewünscht wird. Wir arbeiten dort eigentlich mit Bring Your Own Device, das heißt, der Mitarbeiter kann sein Computer oder sein Mobilgerät benutzen, ob das privat oder geschäftlich ist, das ist natürlich immer abhängig, wie der Mitarbeiter bei private Geräte natürlich zustimmen tut. Es läuft auf dem Mobilgerät, läuft es auf Android und Apple iOS und auf Computer auf den gängigen Browser, wo sie installiert ist, wie Firefox, Chrome oder Edge oder Explorer. Wir haben eine Management-Konsole, das ist, wo der Projektleiter sein Projekt aufstellt. Das muss, da ist ein wichtiger Punkt, das muss in HTML5 basieren, also der Browser muss HTML5 unterstützen. Und die Datenbank läuft bei uns hier in einem Datencenter hier in der Schweiz, kann aber selbstverständlich auch in ein eigenes Datencenter auf Wunsch installiert werden, wo natürlich mit dann auch zusätzliche Kosten verbunden ist. Wenn man jetzt so eine MMA aufsetzt, kann man das eigentlich ganz grob zum Prozess in drei Schritten unterteilen. Der erste Teil ist eigentlich wie bei allem eigentlich die Vorbereitung, der wichtigste Punkt. Man muss dort die Ziele genau definieren, muss die Grundlagen beschaffen und die Analyse aufsetzen. Der Durchführungsteil fängt die Schulung der Teilnehmer an. Wie bediene ich die Applikation auf mein Handheld oder auf meinem Browser? Und dann zum Schluss natürlich die ganze Auswertung und Analyse der Daten und natürlich daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wo natürlich je Komplexität natürlich auch etwas schwieriger sich gestalten kann, die richtige neue Prozesse definieren, ist die größte Herausforderung. Wenn man jetzt die einzelnen Schritte ein bisschen genauer anschaut, die Grundlagen beschaffen oder zu starten, da muss man ganz klar abklären, was will ich messen? Will ich meine ganze Organisation, also die ganze Firma mit allen Niederlassungen messen? Will ich nur eine kleine Organisation oder gehe ich sogar runter in nur eine Abteilung, zum Beispiel im HR-Bereich? Wie detailliert muss ich die Informationen haben? Also je nachdem, wenn Sie zum Beispiel eine Software suchen, eine neue Softwarelösung suchen, macht es natürlich Sinn, dass Sie die Aufgaben, wo die Software übernimmt, detaillierter abfragen und andere Sachen wiederum im groben Stil abfragen. Ne? Denn welche Prozesse sind involviert, welche Prozessteilnehmer sind involviert, auch dort messe ich den gesamten Prozess, also sämtliche Prozesse in so einer Organisation, oder messe ich nur einen einzelnen Prozess? Ich habe nachher noch ein Beispiel, wo man nur einen Prozess hat. Ja, und wenn man dann den Zeitraum festgelegt hat und die jeweiligen Aufgaben die Person zugeordnet, da kann man eigentlich schon loslegen mit der Schulung. Und hier habe ich mal ein Beispiel von einem Kunde, wo nur das Onboarding betrachtet hätte, das war eine Sales- und Service-Organisation. Und die wollten wissen eigentlich, was der Onboarding-Prozess in ihrer Organisation an Ressourcen wegfrisst oder ob es sich lohnt, dann eine separate lokale HR-Abteilung zu implementieren. Und haben dann einfach mal die Aufgaben so definiert und die jeweiligen
involvierte Personen zugeordnet. Und Sie sehen, das ist eigentlich nur ein Prozess, das Onboarding, wo detailliert ist. Nachher ganz einfach, alle anderen Arbeiten gehen in meine Arbeit. Und dann hat man noch ein Offboarding mit gerade draufgenommen, dass man sieht, dass wenn jemand in der Periode aussteigen, also gekündigt oder gekündigt hat, dass man das noch mit packt und dann die nicht administrativen Aufwände. Und so hat man also mit dem ganzen einfachen, detaillierten Prozess in einer bestimmten Abteilung eigentlich die Messung durchgeführt. Die Teilnehmer, die kriegen ein Login zu ihrer Teilnehmer-Applikation. Die können hier sehr einfach sich anmelden über Username und Passwort. Auf dem Handy kann man sogar mit einem QR-Code arbeiten. Sie scannen das ein, loggen Sie ein, drücken auf Start, werden randomisiert nach dem Zufallsprinzip, je nachdem, wie man das System aufstellt, ein, zwei, dreimal in der Stunde abgefragt, was machst du gerade? Oder je nach anderer Fragestellung kann man die Frage auch anpassen, wählt nachher seinen Prozessschritt aus, also seine Aufgabe aus, beantwortet die und wenn die Analyse fertig ist, kann er sich hier wieder abmelden oder das System stoppt auch automatisch. Also sehr von der zeitlichen Unterbruch her sehr, sehr, sehr kurz. Der Mitarbeiter ist mit ein, zwei Sekunden, drei Sekunden mit so einer Beantwortung beschäftigt und das ein, zweimal oder dreimal die Stunde, je nachdem, wie man es aufgesetzt hat. Denn im dritten Schritt kommt die Analyse. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel, typisch Schweiz, Skifahren. Ne? Wie viel Zeit verbringen wir am Lift, Piste, Pause? Man sieht, also auch dort, wir haben ja, glaube ich, hatte eine 20-Minuten-Intervall und habe da einfach mal aufgenommen. Um da mal ein Beispiel zu haben, wie so etwas ausschauen kann. Man kriegt dort auch schön mögliche Grafiken. Man kann sie von allen Seiten mögliche Seiten auswerten, je nachdem, was man Dimensionen aufsetzt. Hier so einen typischen Verlauf, wo eine Entwicklungsfirma gemacht hat für Projektmanagement, zu schauen, wo dort die Daten bringen. Man sieht, den Verlauf ist eine typische Kurve. Woche nix, Winterwoche relativ hoch, wenn die Leute da sind und nicht krank sind. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Software rein. Sie kommen direkt von unserer Webseite aufs System. Da gibt es ein Login, wo Sie sich dann anmelden. Jetzt muss ich hier schnell einen Refresh machen. Genau. Sie sind dann hier aufs Projekt. Sie sehen, ich habe verschiedene Projekte offen. Wir nehmen mal das Projekt, wo ich vorhin unsere Screenshots gemacht habe. Sie haben hier eine kleine Statusübersicht. Ich habe natürlich keine Daten hier aufgenommen. Man hat hier eine Möglichkeit von Einstellungen. Hier sehen Sie auch hier unten die Anonymisierung. Ich kann das System so definieren, dass ich komplett anonymisiert bin, bis keine Anonymisierung. Ich weiß, in Deutschland zum Beispiel ist natürlich die Anonymisierung eine wichtige Frage. Deswegen muss man darauf passen, dass man den Betriebsrat und so weiter an Bord hat und die Gruppen dementsprechend auch größer macht als 5 Teilnehmer. Hier in der Schweiz ist das überhaupt kein Problem. Ich habe letztes Mal einen Kunden in China, der hat gesagt, brauche ich nicht. Ich will aber genau wissen, was jeder geantwortet hat. Also deswegen haben wir hier die komplette Bandbreite. Man kann dann hier die Prozesse definieren. Man kann also hier einen Oberbegriff machen und dann aufsplitten. Da gibt es eine Innenhierarchie, also da sind Sie absolut frei, wie Sie das gestalten wollen. Sie haben hier die Möglichkeit von sogenannten Dimensionen. Wir haben Möglichkeiten, auf der Prozessebene 5 Dimensionen zu definieren und auf der Teilnehmerebene 5 Dimensionen zu definieren. Eine Dimension kann zum Beispiel ein Teilnehmer sein, die Rolle, die Niederlassung, wie viele Jahre er schon in einer Firma arbeitet. Also da habe ich schon allerlei Möglichkeiten gesehen. Und auf der Prozessebene zum Beispiel ist es zielführend, ist es jahresendgesprächsrelevant oder kann diese Aufgabe durch die neue Software ersetzt werden? Ja, nein oder nur teilweise. Da kann man sich austoben und dementsprechend auch nachher Auswertungen fahren. Dann haben wir hier in der Auswertungsbereich ein komplettes Monitoring. Also ich sehe jederzeit, wie gearbeitet wird, ob jeder mitmacht, kann dementsprechend auch die Teilnehmer per E-Mail angehen, wenn etwas nicht stimmt und habe eine saubere Kontrolle über die ganze Analyse. Dann haben wir hier noch ein Analyse-Tool, das erlaubt im Prinzip die ganze Auswertung. Ich kann auch hier neue Auswertungen selber fahren, indem ich hier ganz einfach anhand, zum Beispiel, ich habe ja hier die Rollen gehabt und die Aufgaben zum Beispiel so, und so kann ich, welche Aufgaben zu welcher Rolle passen und dementsprechend auswerten. Ich bin dort frei,
Ich habe Säulen, Balkendiagrammen und so weiter zur Verfügung. Ich habe Möglichkeiten, von Tabellen anzeigen zu lassen, damit ich die einzelnen Werte auch sehe. Wie gesagt, da sind keine Limitierungen. Der ganze Datensatz kann ich auch exportieren, wie zum Beispiel der Notifizierungsreport. Auch dort natürlich komplett anonymisiert. Da kommt nicht, der Paul hat jetzt das und das geantwortet, sondern nur zu welchem Zeitpunkt was beantwortet wird. Also ich eigentlich komplett frei. Seit der neuen Version haben wir auch die Möglichkeit vom Import, dass Sie die Teilnehmer nicht von Hand alles eintippen müssen, können Sie Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was auch immer Sie dort am Felder bestückt werden haben wollen, direkt importieren. Für die, wo Mandantenfähigkeit suchen, es gibt hier einen kleinen Administrationsteil noch, wo Sie Mandanten anlegen können. Also das System ist komplett mandantenfähig. Sie können dort die Benutzerrechte definieren, wer was darf machen, wer was darf welche Daten ansehen oder auswerten. Sie können dort die E-Mail-Templates hinterlegen und Prozessvorlagen definieren, damit, wenn Sie eine Analyse wiederholen wollen oder einen Prozess nochmal wiederholen, messen wollen, der nicht neu eingeben müssen. Da sind Sie eigentlich auch ganz frei. Das Projekt können Sie auch kopieren, also wenn Sie mal ein Projekt neu gestalten, also wiederholen wollen, gibt es hier einfach eine Kopierfunktion und Sie kopieren das ganze Projekt von vorne. Gehen wir zurück. Was sind die Key Features vom System? Also wie gesagt, es ist komplett mandantenfähig auf Projektebene, komplette Rollenverwaltung. Sie haben frei definierbare Messintervalle. Also das ist auch noch ein interessanter Punkt. Es gibt natürlich Messbereiche, wo Sie länger laufen lassen müssen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Aufgabe haben, wo nur Ende Monat ist, und dann müssen Sie natürlich das mit abdecken, also einen Monat oder anderthalb Monate laufen lassen. Oder Sie messen in eine längere Frist, 6 Monate, können Sie so das auch laufen lassen. In der Regel läuft so eine Analyse 2 Wochen und ein normaler Messintervall ist 2 bis 3 Mal die Stunde. Projektmonitoring haben wir angeschaut, komplettes Anonymisierungslevel, frei definierte Auswertungsdimensionen, Sie können komplett auswerten, grafische. Und wenn ich das Interesse heute erreicht habe, dann gibt es auch ein gratis Testzugang, wo Sie auch mit 5 User und 500 Notifizierungen mal so eine Messung selber machen können. Da gibt es auch jederzeit so kleine Schulungen. Es gibt auch eine Möglichkeit von der Help, wo komplett dokumentiert ist, wie das Ganze funktioniert. Was ich immer wieder gefragt werde, ist, wie ist das Feedback? Wie ist die Akzeptanz vom Teilnehmer? Und da muss ich Ihnen sagen, da war schon in unserem Bereich bei der Bivialis im Laborbereich, wir haben eigentlich durchwegs immer positiven Feedback gekriegt. Und zwar, die Leute wussten genau, warum sie die Messung gemacht haben und die Arbeitsunterbrüche waren dort sehr, sehr kurz und sehr, sehr gering. Und die Ergebnisse waren immer verblüffend, dass die Leute eigentlich immer kontinuierlich hatten wir eigentlich ein positives Feedback. Man kriegt natürlich übliche 3%, wo man so hat, wo man sagt, oh nein, will ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht, oder war mühsam oder was auch immer, die gibt es immer, aber grundsätzlich kriegen sie eigentlich sehr ein gutes Feedback von den Teilnehmern und auch von den Resultaten, wo sie den Teilnehmern nachher präsentieren. Tipps bei der Durchführung, das ist natürlich einer von den wichtigen Punkten, wenn Sie so eine Analyse ansetzen. Vor allem in Deutschland ist natürlich die Betriebsratsvereinbarung ein Punkt. Also der Betriebsrat sollte sehr früh an Bord geholt werden. Ich war jetzt bei verschiedenen Firmen eigentlich in Deutschland auch schon unterwegs. Eine war in der Niederlassung Berlin und der andere in Dortmund. Berlin hat gesagt ja, Dortmund nein. Nach der Auswertung von Berlin hat dann Dortmund auch mitgemacht. Vertrauen schaffen. Das Vertrauenslevel dort hochzuhalten, das ist eigentlich das Wichtigste. Man muss die Leute früh an Bord nehmen, zeigen, was man macht, warum man das macht, und dann kriegt man den Betriebsrat eigentlich sehr schnell an Bord. Und da gibt es ja die Betriebsvereinbarung noch, wo man das dann aufnehmen kann, dass man die Daten ja nicht benutzt, um Mitarbeiter zu bewerten, sondern dass es wirklich darum geht, die Prozesse zu analysieren und zu optimieren. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Datenschutz. Wir haben im System
Möglichkeiten dort, Passwortstärke, wie muss ich Passwort ändern und solche Sachen, Zugriffsberechtigung und so weiter. Da muss man natürlich mit dem Datenschutz noch arbeiten. Es gibt eine Datenschutzerklärung, auch dort im Projekt muss man natürlich dort bekannt geben, dass man die Daten nicht irgendwo auf Facebook publiziert, sondern dass es wirklich für den internen Gebrauch ist. Auch dort mit dem Datenschutzbeauftragten kann man dort das gutes Vereinbarung eigentlich treffen, dass es kein Problem gibt. Für mich ist das eigentlich der wichtigste Punkt, die Teilnehmer an Bord kriegen. Also fragen Sie die Teilnehmer solcher Studien nach ihrem Prozessschritt. Es gibt ja immer eine offizielle Prozessdokumentation im Management-Handbuch und es gibt ja die effektive Arbeiten oder Aufgaben, wo es wirklich abläuft. Holen Sie die Leute an Bord und fragt sie, ob sie helfen können, ob sie Inputs geben können, so, desto besser wird so eine Studie. Und die meisten sind ja auch sehr hilfsbereit in dem Bereich. Ein Testlauf durchführen ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Lass es mal ein oder zwei Tage durchlaufen. Holt Feedback zurück, sind irgendwelche Aufgaben, wo nicht da sind, dass man sie nachliefern kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man dort, wenn der produktive Analyse startet, dass auch wirklich alle Aufgaben da sind. Sonstiges macht natürlich schon Sinn, das mal zu implementieren, aber wenn 50% der Antworten in Sonstiges reinfließen, da war das Aufsetzen der Analyse auch nicht richtig gemacht. Man kann die MMA auch benutzen für die kontinuierliche Prozessoptimierung, dass man die Analyse immer wiederholt. Das ist auch ein Thema, wo man dran denken kann, dass man sich Studien aufsetzt, dass man sie immer wiederholen kann. Wohin geht die Reise? Auch das ist ein Vermittlungspunkt, dass man das auf ein langfristiges Ziel mit berücksichtigt, dass man die einbauen kann. Das Gleiche wie das Integrieren der Teilnehmer. Um sie abzuholen für den Input, ist es genau das Gleiche, wenn die Analyse läuft und die ersten Resultate da sind, dass man das Feedback an die Teilnehmer zurückgibt. Ja, jetzt sehe ich, bin relativ schnell durch. Sind soweit Fragen? Ja, erstmal vielen Dank sozusagen für den Schweinsgalopp, der hier gemacht wurde zum Produkt, weil das ist natürlich schon ein sehr mächtiges Tool, denke ich mal. Da habt ihr ja wahrscheinlich ein paar Tage länger Entwicklungsarbeit geleistet. Die Frage ist hier so ein Tenor, wo kann man dann überall dieses Tool einsetzen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kannte das Tool ja eigentlich nur im Bereich Laborumfeld, wo wir es eingesetzt haben. Und wir sind inzwischen bei der Version 3 angekommen und haben dort sehr viele Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen gekriegt. Also eine Firma zum Beispiel, Schweizerische Post, ne, Logistik, die ganzen administrativen Aufwände wohl gemessen. Wir haben eine Firma in Deutschland, die planen ein neues Bürogebäude und da geht es darum, dass sie das sogenannte Shared Desk Prinzip einführen wollen und nicht wissen, genau wissen, wie viele Arbeitsplätze brauchen sie effektiv. Und was sie mit der MMA fragen sie nicht, was machst du gerade, sondern wo arbeitest du gerade? Und das wollen sie in einem Stundenrhythmus abfragen und dadurch herausfinden, wie die Mitarbeiter die Arbeitsplätze nutzen, was für Sitzungszimmer oder Sitzungszimmergröße, dass wir eine Unterteilung nutzen und anhand von dem die Planung unterstützen, wie groß sollte wirklich diesen Büroraum sein. Ein anderer Bereich ist natürlich typisch Sales and Service. Ich habe bei vielen unserer Partner von früher mal angeklopft und das erste, wo sie sagen, oh, jetzt können wir mal unsere Sales-Organisation messen. Und es ging nicht darum, um die Sales-Organisation zu messen, machen die das Richtige, sondern es ging darum, um herauszufinden, wie viel Arbeiten kriegen die vom Headquarters auf den Tisch gelegt, wo nicht eigentlich mit einem richtigen Verkaufsjob zu tun hat. Ich denke daran, irgendwelche Excel-Listen auszuführen oder das ganze Forecasting-Problematik, vor allem mit amerikanischen Firmen, wo man tagelang irgendwelche Forecasts und Begründungen abgeben muss. Wir haben ein Softwarehaus, wo eine Analyse gemacht hat, wo es wirklich darum ging, herauszufinden, wie viel Zeit wird mit Coding verbracht, mit Research im Internet, also wie kann man Probleme lösen, wie viel ist wirklich Dokumentationsaufwand, wann waren die Testen? Grobe Zahlen hatten sie, aber wenn man das mal analysiert hat, kam doch ein interessantes Bild dazu. Ich habe einen Projektleiter, also eine Forschung- und Entwicklungsfirma, wo Projekte managen.
das Projektmanagement-Team gemessen hat. Und da ging es wirklich darum, wie viel Zeit verbringen die Leute effektiv mit ihren eigenen Projekten und wie viel sind sie unterstützend in anderen Projekten tätig. Also man sieht, man kann es eigentlich überall einsetzen, über Logistik, über administrativen Backoffice-Bereiche, Finanzen, Buchhaltung. Also sowieso der Bereich, wo man sagt, heute misst man sehr gut, was in Produktionsabläufe sind. Die sind ja eigentlich in der Regel gut messbar durch verschiedene Softwarelösungen, aber der ganzen Backoffice-Bereich oder wo viele sagen, ja, bei uns ist alles anders, bei uns kann man nicht messen, in dem Bereich passt eigentlich die MMA sehr, sehr gut. Okay, dann habe ich hier zwei Fragen im Zusammenhang von einem Teilnehmer. Zum einen, können Sie bitte ein Analyseergebnis anzeigen und wie sehen die Ergebnisse aus? Ja, können wir machen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da auf meinen Browser komme. Hier, ich habe hier ein Projekt und das war ein Kunde, wo liebenswürdigerweise uns seine Daten zur Verfügung gestellt hat. Sie können vorstellen, dass es nicht immer sehr, sehr einfach ist. Wo ich hierbei dazu sagen muss, das ist ein Projekt, wo mit der Version 1 aufgenommen ist, also noch kein Zusammenhang hat mit den ganzen Analysentools und Datensicherheit, wo wir heute haben. Wir haben dort gut 10.000 Datenpunkte löschen müssen und Verknüpfungen löschen müssen, aber wir haben wenigstens einen Datensatz gekriegt. Hier sieht man auch sehr schön, wie so eine Analyse über 2 Wochen gegangen ist. Also wir reden hier von knapp 150 Teilnehmern, das waren aber, wie gesagt, über 30.000 Benachrichtigungen. Somit, wie es jetzt ist, ist es sehr anonymisiert. Es ist ein R&D-Bereich, also ein Forschung- und Entwicklungslabor. Und wenn man hier dann mal auf die Analyse geht, gehen wir mal hier in den Bereich rein. Hier sieht man die Prozesse, wo diese Abteilung auf 2 Standorte hatten. Und wenn man hier dann, ich komme jetzt in meinen Bereich, weil ich bin Chemiker von der Schule aus her, hier auf die Prozessanalytik geht, da sieht man auch sehr schön, wie die einzelnen Aufgaben in diesem Prozess verteilt sind. Und hier ging es eigentlich darum, in diesem Projekt ging es darum, wie können die Dokumentationsaufwände in diesem F&E-Prozess reduzieren und eliminieren. Und da hier gibt es natürlich sehr viele Sachen, wo typische Dokumentationsaufwände sind, weil das gefordert wird vom Staat, von der Pharmabehörde. Die konnten natürlich darauf sehr schön aufzeigen, als wenn sie dort ein elektronisches Laborjournal und ein sogenanntes Laborinformationsmanagementsystem mit Geräteanbindung, also Geräteintegration einführen, dass sie dort enorme Einsparkosten erreichen können. Also die hatten hier einen Aufwand von knapp 30% an Dokumentationsaufwände, wo sie nachher auf paar wenige Prozent reduzieren konnten. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich, was so eine Analyse machen kann. Wie detailliert so eine Aufschlüsselung ist, ist natürlich ist immer die Frage vom Ziel. Ist Okay. somit die Frage beantwortet? Das darf uns der Teilnehmer sagen, wenn nicht. Und auch der Hinweis an unsere Teilnehmer, Sie können gerne weitere Fragen stellen hier im Chat. Ich werde die aufgreifen. Eine weitere Frage ist hier, kann man die MMA über mehrere Länder, Zeitzonen und Sprachen gleichzeitig einsetzen? Jawohl, auch eine gute Frage. Am Anfang haben wir natürlich da auch nicht dran gedacht. Das haben wir jetzt seit der Version 3 eigentlich fehlerfrei implementiert. Wir hatten in der 2 war das möglich, aber da hatten wir die Problematik mit der UTC-Zeit, also mit der globalen Zeitzonen. Jetzt wird das alles synchronisiert. Also Sie können, also wir haben eine Analyse laufen, die läuft in Dubai, in die Schweiz, in England. Und wenn mir recht ist, sollte jetzt auch noch USA noch dazukommen in der Niederlassung. Und das funktioniert also tipptopp. Und die Zeiten sind natürlich nachher auf die lokalen Arbeitszeiten. Somit kann man sie natürlich auch wunderbar vergleichen und sagen, okay, die Aufgaben hier sehen anders aus als da. Also das ist, geht wunderbar. Kann ich Ihnen leider aber auch nicht live zeigen, weil da habe ich auch einen Vertrag, dass ich keine Daten anfassen darf. Ne? Darf auch noch immer die Firma sagen. Aber ich bin Okay. eine größere Firma in der Schweiz mit 3 Buchstaben. So viel darf ich verraten. Okay, da glaube ich, gibt es dann nicht so viele, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, dann ist auch die Frage, wie kommt man an Unterlagen? Also gemeint ist wohl hier Unterlagen von euch zum Produkt selbst oder und die Website. Wie geht es da weiter, wenn man jetzt hier Interesse hat?
Genau. Also, wir haben hier auf unserer Webseite, bleibt gerade auf dem Screen hier, haben Sie die Möglichkeit, hier gewisse Informationen zu der MMA runterzuladen. Es gibt auch ein kleines E-Book dazu zum Lesen. Sie können hier direkt über die Kontaktanfrage auch definieren, ob Sie bitte kontaktieren, oder möchte eine spezielle Demo oder ich möchte die MMA testen oder brauche ein Angebot oder brauche Hilfe. Da können Sie direkt eigentlich anpingen. Die PowerPoint-Präsentation von heute, die gibt es ja auch mit dem HR-Flyer dazu. Die stellen wir ja noch zur Verfügung. Und ansonsten mir einfach eine E-Mail droppen, entweder mma@me2any.com. Oder wenn Sie direkt anschreiben wollen, ist es PPL, also Paul Plagne, PPL@me2any.com und ich tue Sie gerne zurückrufen oder kontaktieren und da können wir auch mal etwas vereinbaren. Also über Web geht das eigentlich sehr, sehr gut und dann kann man dort miteinander sprechen. Okay, ansonsten gehe ich mal davon aus, dass ihr im Nachgang nochmal Kontakt mit den Teilnehmern aufnehmt, um auch nochmal eure Kontaktdaten und vielleicht weitere Informationen dann auch zukommen Das lassen. werde ich auf jeden Fall machen, ja. Ja, jetzt haben wir doch noch eine Frage, die völlig überraschend ist. Wie sozusagen ist denn schon wieder Weihnachten? Mit welchen Kosten ist im Projekt zu rechnen? Ja, das ist die Frage erwarte ja nicht immer. Ne? Kosten. Es gibt verschiedene Preismodelle. Wir haben ein Preismodell ist, dass wir über sogenannte Bundles abrechnen. Ein Bundle kann von 10 User immer 25, 50er und ein 100er Paket sein. Da müssen Sie irgendwo zwischen 400 € pro Teilnehmer und wenn Sie ein 100er Paket nehmen, dann sind wir bei 100 € pro Teilnehmer und Studie rechnen. Und die Prämisse muss man damit einfach, müssen wir eine Kalkulation machen, wie viele Teilnehmer wollen Sie im Jahr messen, wie viele Studien sind das, ist der Server im Datencenter, ist ein Dedicated Server oder ist ein Server in Ihrem Datencenter, das muss man einfach berechnen, aber dort werden die Kosten irgendwo, sagen wir, zwischen 60 und 100 € pro Teilnehmer sein, oder? Ja, Das mit hängt anderen ganz davon ab, Worten, Größe. wenn dann zwei, Oder wenn drei Sie. Arbeitsstunden eingespart worden sind, dann hat sich das schon amortisiert und dann geht's ins Geld verdienen. Genau, wir haben das preislich auch in einem Ort positioniertes Produkt, weil wir eigentlich überzeugt sind, dass das Produkt ja diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess komplett unterstützen kann und wird. Wenn Sie es regelmäßig so eine Analyse durchführen, also vor dem Projekt, um zu analysieren, was mache ich heute und wo kann ich optimieren, daraus können Sie natürlich sehr schön eine Return on Investment ableiten und sagen, okay, die Aufgaben werden jetzt eliminiert und die kommen vielleicht noch dazu, aber nachher sind die Kosten so aus und dann nach der Implementierung oder nach der Umstrukturierung und Umsetzung kann ich ja wieder eine Messung durchführen und messen, habe ich meine Ziele auch effektiv erreicht. Und das ist eigentlich unsere Vision von dem Tool, dass man das Tool auch wirklich dann so einsetzt, um diesen KVP-Prozess, also Kundenverbesserungsprozess, unterstützt und immer wieder solche Messungen macht, um sehr nah am Prozess und um an Optimierung dran zu sein. Ja, KVP und vor allem KPIs, das dürften unsere Kollegen Personaler bestens kennen, denn leider Gottes ist es ja so, dass die Personaler mit am meisten und am härtesten gemessen werden von den Controllern im Gegensatz zu den ein oder anderen Fachbereichen. Also hier dürfte, glaube ich, mal das Herz aufgehen, wenn es darum geht, Messungen auch vor allem direkt durch die Basis hier einleiten zu lassen. Also ein schönes Tool, vielen Dank für euren Vortrag, für deinen Vortrag. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Insofern würde ich sagen, alles verstanden worden und ja, für weitere Fragen steht ihr dann, wie man so schön sagt, bilateral zur Verfügung. Auf jeden Fall. Dann möchte ich mich noch herzlich bedanken fürs Interesse und freue mich, dass wir uns dann auch vielleicht auf einem anderen Kanal wiedersehen oder wiederhören.